Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also ich bin wieder mal richtig hyped, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich weiss nicht, ich liebe so grosse Schwester-Tags, irgendwie so Girls-Tag. Ich würde mal unbedingt sagen, dass es nur Girls-Tag ist, weil es gibt recht viele Boys, actually, die meine Podcast-Folge hören. Und es ist auf jeden Fall auch für die natürlich etwas dabei. Es geht jetzt nicht immer nur um Periode und weiss doch nicht was. Von dem her. Aber ich bin mega hyped, ich finde das so cool. Ich glaube, ich habe das schon tausendmal erwähnt, aber ich bin halt so die Älteste von meiner Familie und ich hätte immer gerne so ein bisschen grosse Schwester gehabt, wo ich so Sachen fragen kann. Und jetzt kann ich so die Position für euch übernehmen. Und natürlich müsst ihr nicht mal jünger sein. Ich finde es auch spannend, manchmal von anderen Leuten einfach ihre Erfahrung und ihre Meinung so zu hören. Und darum, ich beantworte jetzt in dieser Podcast-Folge mal einfach so, also ich gebe meinen Senf dazu. Ihr habt mir so ein paar Sachen geschrieben. Actually, ach, ich bin gerade wieder voll am Anglizismen, es tut mir so leid. nein, ich habe ja jetzt einen neuen Account. Ah, ich muss jetzt schauen, weil ich halt mega viel schon erzählt habe im anderen Podcast mit dem Can, aber ich schneide es wahrscheinlich noch raus. Aber darum, ich erzähle es jetzt nochmal schnell, für mich jetzt einfach und für euch, ihr hört es erstmal. Ich habe einen Instagram-Account und einen TikTok-Account jetzt von meinem Podcast-Kanal. Also, die 9. Pause heisst er. Es war actually noch frei gewesen. Ach, ich muss aufhören, actually, sagen, Mann. Es ist tatsächlich noch der Name frei gewesen, also der Znueni. Alter, das hat mich richtig aufgeregt. Ich finde den Namen Znueni Pause eigentlich noch geil. Vor allem für die, die jetzt noch mein, gut, falls ihr das Video schaut, seht ihr das Titelbild nicht. Aber es geht halt perfekt auf mit dem, also für die, die jetzt nicht Lust haben zum Anschauen, ich probiere es gerade erklären, aber es heisst ja Znueni Pause und das zweite Wort, also der zweite Buchstabe ist N und da habe ich so Natti unten dran geschrieben und Pause, also das zweite letzte Wort ist S und dann steht so Style und es geht auch so perfekt auf. Darum, der Name ist geil, aber das Ü, das fuckt mich richtig ab, alle, weil du kannst halt, wenn du jetzt einen Instagram-Namen hast oder einen TikTok-Namen, dann geht das Ü nicht, darum UE, also ich heiße Znueni Pause. Geht nur eine Pause auf Instagram und auf TikTok gerne abonnieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil. Okay, ich bin so also ich freue mich richtig, das zu erzählen, wenn es wahrscheinlich für euch jetzt nicht so mega riesen Unterschied macht. Zwar auch eigentlich schon, vielleicht schon. Vielleicht habt ihr jetzt eher Lust, zu meinem Podcast zu hören. Nein, ich habe seit Neuem jetzt zwei Cutter, wo ab jetzt meine Clips schneiden für meinen Podcast. Und die kommen dann eben auf Instagram als Reels und auf TikTok. Kommen die dann online, sogar noch auf YouTube, YouTube Shorts. Also man kann ja auch dort abonnieren. Dort kommen ja übrigens auch meine Podcast-Folgen alle online. Nochmal, falls ihr... Ja, okay, wenn ihr auf Spotify sind, dann müsst ihr es nicht gehen. Also ja, egal. Ihr könnt auf YouTube die anschauen, alle Clips und so. Dort heisse ich Nati Style Extra. Vielleicht tue ich es auch noch umändern. Ich muss auch schauen. Aber genau, auf jeden Fall, ich bin mega, mega gespannt, wie es die zwei Cutter dann machen. Also ich könnte die auch sehr, sehr gerne supporten. Schreibt denen, dass es gut geschnitten ist und dass sie es gut machen. Geben die noch so einen Push, ich bin richtig, richtig hyped. Ja, ich bin mega, mega gespannt, wie sie es machen. Und wenn sich das Ganze so ein bisschen verändert, weil ich selber habe mir so ein bisschen Anschlüsse, um so die Clips zu schneiden. Beziehungsweise vor allem auch keine Zeit so, weil es ist doch noch aufwendiger, als man denkt. Und darum nachher können wir dann wirklich daily, jeden Tag, mindestens einen Clip, das wäre zumindest das Ziel. Ja, darum bin ich sehr gespannt. Also könnt ihr unbedingt supporten, ich würde mich mega freuen. Genau, aber wie gesagt, ich tue jetzt in dieser Podcast-Folge ein paar Fragen beantworten. Und ich habe tatsächlich, für das der Account mega neu ist und irgendwie erst, wie viele Abonnenten haben wir jetzt auf Instagram, auf meinem Znueni-Pause-Account, 288. Und ich habe dort einen Fragesticker rein. Das sind wirklich recht viele Fragen gekommen. Also ich habe mich mega, mega gefreut, dass das schon mal super läuft. Und ich kann auf jeden Zeit, falls ihr irgendwie ein Anliegen habt, irgendwie meine Meinung oder zum Beispiel auch einen Themenvorschlag, wenn ich mal im Podcast darüber rede, könnt ihr mir jederzeit auf diesem Kanal schreiben, weil das ist für mich auch viel übersichtlicher. So, wenn ich jetzt meinen Mail-Account dort ja, poste ich halt andere Sachen, kommen andere DMs über und teilweise ist es halt nicht mehr so übersichtlich. Und beim Znueni-Podcast-Account dort kann ich auf jeden Fall jede Nachricht noch sehen. So. Darum könnt ihr unbedingt schreiben, falls ihr irgendein Anliegen habt oder irgendwie mal wollt, dass ich ein Thema oder so, ja, dass ich mal über etwas rede. Aber weil es recht viel sind, fange ich jetzt einfach mal straight an. Ich habe zwar schon
Wie lange bin ich schon am Reden? Schon 5 Minuten, egal. Ich fange einfach mal straight an. Und es tut mir mega leid, falls ich deine Nachricht, falls du schon was reingeschrieben hast heute, nicht reingenommen habe. Und ich würde das auf jeden Fall nochmal machen, weil es hat mir echt mega, mega viele spannende Themen gehabt. Wo ich sage, Mann, entweder mache ich jetzt eine richtig, richtig lange Podcast-Folge oder ich mache einen zweiten Teil. Und ich glaube, ich mache einen zweiten Teil, weil es macht mir mega Spass. Und ich glaube, ihr findet es auch ganz geil. Darum, es wird auf jeden Fall mal wieder einen Teil geben. Vielleicht schon bald, mal schauen. Aber ja, stay tuned, folgen wir schon mal, eben wie gesagt, auf dem Kanal und dann könnt ihr dort gerne eure Sachen nachher in die Box hineinschreiben, wenn ich es mal wieder in die Story tue. Also, wie sagt man? Ja, erst, das ist nicht eine Frage. Aber so quasi, was ist meine Meinung, wenn man mit dem Ex wieder zusammenkommt? Und ich finde, das ist mega schwierig zu sagen, weil es halt mega situationsabhängig ist. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Natürlich, wenn es darum geht, dass du nur emotional abhängig bist, er eh schon einfach ein toxischer Typ ist oder beziehungsweise Beziehung toxisch war. Es hat einfach grundsätzlich 0,0 funktioniert und ist ja eigentlich auseinandergegangen, genau aus dem Grund, weil es absolut nicht funktioniert hat. Also es gibt ja wohl irgendeinen Grund, warum wir auseinander sind. Also so komplett nicht funktioniert, es war toxisch gewesen. Du bist mehr unglücklich gewesen und jetzt eigentlich mehr glücklich, wo du aus der Beziehung bist, dann sind es eher Anzeichen, die dagegen sprechen. Weil es dann einfach nur noch um emotionale Abhängigkeit geht und du das Gefühl hast, wenn du ohne ihn bist, als einzelner Mensch, kannst du nicht existieren. So. Und das ist auf jeden Fall nicht gesund, würde ich sagen. Darum würde ich da eher sagen, dass es keinen Sinn macht. Also ja, dass es... Ich bin gerade abgelenkt, weil da oben ein Viech an der Decke kresst. Darum würde ich eher sagen, dann ist es eher schwierig. Aber wenn es jetzt die Situation ist, und das habe ich auch schon bei Friends von mir gehabt, wo ich gefunden habe, moll, komm unbedingt wieder mit ihm zusammen, ist, wenn es eigentlich Beziehung gut war, auch gesund, aber es hat wie einfach mal einen Break gebraucht. Einfach mal so einen Break, dass man einfach mal Zeit hat, um sich selber reflektieren, zum herauszufinden vielleicht, hey, passt, also wie passt das, kann ich einfach so, einfach wie ein gesunder Break in dem Sinn, wo wir dann gut auseinander sind, dann kann, wenn man wieder zusammenkommt, kann das noch viel eine geilere Beziehung sein, als es vorher schon war. Also ich habe auch eine Kollegin, Peace, geht raus, Grüße geht raus, falls es los ist. Aber sie ist auch etwa einen Monat mit ihrem Freund auseinandergegangen und sie haben jetzt die beste, gesündeste, geilste Beziehung wirklich, wo ich kenne, glaube so. Abgesehen von meiner natürlich, oder? Nein, aber darum, es gibt auf jeden Fall auch mega gute Beispiele, aber es ist halt mega situationsabhängig. Und ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an, vom Zeit... Abschnitt, wie lang der Break ist. Also ich würde auch sagen, wenn es jetzt eine mega, mega lange Zeit ist und das, also wie blöd gesagt, es ist deine erste Liebe gewesen und es sind vor 6 Jahren auseinander und man kommt wieder zusammen, finde ich sowieso etwas anderes. Also, dann finde ich sowieso safe, kann man wieder probieren. Es sind komplett andere Menschen so. Also außerdem, es ist wirklich komplett toxisch gewesen, dann nope. Aber ich glaube, dann wirst du es auch, also ich weiß es nicht, dann bist du auch irgendwann nach 6 Jahren, hast du vielleicht auch gecheckt, du, das war nichts Gutes. Aber ja, sonst würde ich sagen, es spricht eigentlich nichts dagegen. Aber ich will gleich im Hinterkopf behalten, hey, es hat einen Grund gegeben, warum ihr auseinander sind. So. Voll. Nächste Frage. Wie weiss ich, ob ich gay bin und wie sage ich es meinem Umfeld, Familie und Freunden? Also natürlich ist es jetzt irgendwie gesagt schwer, um die Frage, also dass ich die Frage so kann beantworten, weil ich bin nicht gay und ich habe jetzt noch nie die Erfahrung müssen machen, dass ich mich irgendwie muss outen oder so. Oder beziehungsweise zum herausfinden, ob ich jetzt gay bin oder nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich jeder schon mal irgendwo die Frage gestellt hat. Also ich habe mir auch schon mal die Frage gestellt, hey, kann das sein, dass ich auf Frauen stehe und so. Habe dann aber für mich einfach herausgefunden, nein. Einfach weil ich selber gemerkt habe, gerade zum Beispiel sexuell, das könnte ich mir gar nicht vorstellen mit einer Frau. Also ich habe zum Beispiel, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, ich habe auch schon Kolleginnen geküsst, so, halt, ich sage mal aus Spass. Und ich könnte mir das nicht vorstellen, ja, etwas Sexuelles mit einer Frau einzugehen, geschweige denn Gefühl für eine Frau zu entwickeln. So. Aber ich kann mir gut also wie, wenn ich jetzt so die Frage umdenke, wie habe ich herausgefunden, dass ich auf Männer stehe? Bei mir war es halt so, gewesen, dass ich mich verliebt habe, das erste Mal. Und ja, obviously, wenn du dich verliebst in eine Person,
dann weißt du, du bist verliebt. Und wenn das bei dir das gleiche Geschlecht ist und du verliebst dich das gleiche Geschlecht, dann kann das sehr gut sein, dass du gay bist. Natürlich, eben, es kann ja auch bi sein, whatever. Kommt auch gar nicht drauf an. Aber wenn es jetzt darum geht, wie du es deinen Familie und Freunden und Umfeld und so sagst, ich habe auch ein paar in meiner Klasse, die gay sind, auch schon mit ihnen geredet. Darum, ich gebe da jetzt geile Tipps weiter. Spass, nein. Aber ich würde sagen, dass es, also vielleicht braucht es, also ich finde, es muss nicht ein Outing geben heutzutage. So. Du musst dich von niemandem rechtfertigen, auf wer du stehst oder auf welches Geschlecht. So. Das ist eigentlich voll deine Entscheidung, dein Ding, so sage ich mal. Also es ist eigentlich auch so etwas persönlich so. Aber ich kann natürlich auch gut verstehen, dass vielleicht manchmal ein Outing irgendwie, kann ich, wenn man, dass man das Gefühl hat, dass es das so ein bisschen notwendig ist, vielleicht auch bei den Eltern oder so. Und ich würde sagen, falls du jetzt überlegst, die erste Person, wo du dich willst outen, dass das wirklich jemand ist, wo du zu 100% vertraust. Du hast auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie judged werden oder irgendwie so. Das ist wirklich eine Person, wo du, der du alles erzählen kannst. So. Wo du dich komplett wohlfühlst. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass die erste Erfahrung, wo du dich outest, dass das eine positive ist. Weil das sonst, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie, nicht traumatisieren, aber gerade so ein bisschen, ja, einfach eine negative Prägung so ein bisschen ist, dass du nachher mehr Angst hast, um das anderen Menschen auch zu erzählen. Weil sobald du mal, also ich will dir gar keine Angst machen, sobald eben du, wenn dich ein Mensch richtig gern hat, dann wird das so keine Rolle spielen. Du bist ja immer noch der gleiche Mensch, so. Darum, ja. Und es wissen, also Leute, die dich richtig gut kennen, die spüren das selber auch schon. Die wissen, die sind dann teilweise gar nicht überrascht, wenn du so ein Outing machst. Von dem her, ja, würde ich mir sowieso gar keine Gedanken machen. Ich kann mir natürlich verstehen, dass es vielleicht, dass es so eine größere Herausforderung ist, so bei den Eltern und so. Aber darum, ich würde mich wie zuerst mal ein bisschen abtasten, mal denen erzählen, den Ängsten, den First Circle und dann irgendwann das so ein bisschen, ja, immer lockerer sehen. Wenn du merkst auch selber, je mehr Leute das dann, also, dass es dann so ein bisschen wissen und dir auch ein gutes Gefühl geben und du merkst einfach selber, hey, das spielt gar keine Rolle so, dass du auch viel einfacher mit dem Thema kannst umgehen. Und bei den Eltern, ja, ich glaube, das ist wie etwas, das dann irgendwann in sich hineinfließt und du merkst, hey, jetzt fühle ich mich wohl. Vielleicht ist es auch so, dass nicht die Eltern das gleichzeitig erfahren, sondern dass du das zuerst am anderen Elternteil sagst und dann irgendwann später ist am anderen oder irgendwie so voll. Also wie, genau. Ja, ich hoffe, ich kann dir da irgendwie können helfen, aber ich habe ja selber in dem Sinne nie so Erfahrungen gemacht. Genau. Nächste Frage. Ich finde den Typ an meiner Schule mega gut, aber wie gehe ich auf ihn zu? Wir kennen uns nicht. Ich habe das so spannend, also so lustig gefunden, weil so, also ich glaube, ich habe es erst mal in einer Podcast-Folge erzählt, aber so bin ich ja auch mit meinem Ex zusammengekommen, also mit meinem ersten Freund. Ich war damals in der Schule und er war ein Jahrgang oben an mir und der sie auch nicht gewusst, dass ich existiere, aber ich hatte einen Crush auf ihn gehabt. Also beziehungsweise, ja, ich habe ihn hübsch gefunden und herzig und auch so gedacht, oh, juhu. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, war es auch ein mega Crush gewesen, so obviously. Also ich habe nicht mal gewusst, wie der redet, also keine Ahnung, aber ja, ist ja gleich. Und ich habe es damals so, mache es eigentlich nicht so wie ich, aber ich habe den Sieg mega hergestalkt. Ich habe alles gewusst, ich habe eine ganze Liste daheim gehabt. Ich habe ihn richtig hergestalkt. Das war ja schon fast illegal gewesen. Und habe gewartet, bis ich mein erstes Handy hatte. Das war dann so mit, kann ich 13 gewesen, kann es sein? Dann habe ich auf jeden Fall mein erstes Handy bekommen. Und dann hat man WhatsApp gehabt. Und ich habe natürlich seine Nummer gewusst, seine Handynummer, weil ich ihn so gestalkt habe. Also, was mache ich? Ich habe ihm sich geschrieben. Gut, ich muss dazu sagen, ich kann wie inzwischen, es war schon ein Jahr später gewesen, und ich habe inzwischen dann auch wieder vergessen, dass es da gibt und so, weil der ist dann aus der Schule gegangen, also jetzt sehe ich dann so. Und nachher habe ich ihn irgendwann mal an einem Festival so wieder gesehen und dann habe ich so gesagt, oh mein Gott, ich habe jetzt ein Handy, oh mein Gott, ich habe jetzt schreiben und so. Und dann ja, habe ich ihm geschrieben und ich habe wirklich straight einfach so geschrieben, hey. Und er so, hey. Und ich so, hey, weißt du, wer ich bin? Und er so, nein. Und ich so, ja, ich bin die Blonde von heute, weil wir sind halt so in einer grosse Gruppe chillt, aber obviously hat er nicht gewusst, wer ich bin. Aber wir haben dann einfach miteinander so ein bisschen geschrieben und irgendwie ist es also irgendwie so ein bisschen entstanden. Wir haben einfach so ein bisschen getagt. Es kommt natürlich auch darauf an, wie alt du bist. So. Aber grundsätzlich, mach einen Move. So. Entweder über Instagram oder über WhatsApp, wenn du deine Nummer gestalkt hast. Nein, keine Ahnung. Oder einfach straight in einem guten Moment auf ihn zugehen. Eben, ich weiss nicht, wie alt du bist. Vielleicht gibt es auch irgendeine Möglichkeit, dass man irgendwie außerhalb von der Schule ist. Also bei uns jetzt zum Beispiel, ich bin halt mega im Dorf aufgewachsen, gibt es so eine Dorfkilbi und dort chillt halt jeder dann so vom Dorf. Und dann ist vielleicht jetzt innen auch so außerhalb von der Schule so eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen annähern. Und ich habe ja eine ganze Podcast-Folge mal dazu gemacht, um wie jemanden ansprechen. Also vielleicht kannst du hier mal hören. Genau.
Ja. Jemand hat geschrieben, also sie weiss nicht ganz, was der Unterschied ist zwischen jemand süß finden, einen Crush haben und verliebt sein, weil sie kann das nicht so gut unterscheiden. Und ich habe da meine Recherche gemacht. Also nein, ich habe mir einfach so ein bisschen überlegt, wo würde ich da den Unterschied sehen. Und ich habe jetzt so ein bisschen kategorisiert. Ich würde sagen, jemand süß finden ist ja eigentlich sehr etwas Oberflächliches. Also das ist rein vom Aussehen, würde ich sagen. Oder wie die Person sich verhält, so wie sie sich bewegt. Oder ich weiß jetzt auch nicht, wie sie redet oder keine Ahnung. Da kann man jemanden süß finden. Jemanden kann man cute finden. So. Aber es ist noch nicht ein Crush. Ein Crush ist für mich so eine, dass man so eine Anziehung verspürt, also irgendwie so eine, auch so ein Interesse und es ist so ein bisschen, es ist so ein spicy und man hat vielleicht auch schon so ein bisschen geflirtet und irgendwie, halt ich rede gerade so wieder so das Ohr, man hat schon ein bisschen geflirtet, nein, einfach so ein bisschen, es ist so eine Tension da, so ein Feuer, so eine Chemie stimmt so ein bisschen, es ist so ein bisschen zwischen, das ist so ein bisschen spannend. Aber ich würde noch nicht sagen, es ist wirklich verliebt. Verliebt, würde ich sagen, ist erst dann, wenn man so eine emotionale Bindung hat. Das muss nicht unbedingt erst in der Beziehung sein, das kann natürlich auch schon vorher sein. Aber verliebt sein und jemanden richtig lieben, das ist für mich, das ist so eine emotionale Connection. Und die kannst du nur haben, wenn du natürlich miteinander eine Beziehung aufbaust, wenn du jemanden richtig kennenlernst. Und ich meine jetzt nicht, dass du das erste Date hast und dann, was ist deine Lieblingsfarbe? Sondern wirklich eine emotionale Beziehung. Du kennst die Person, innerlich natürlich, also wie, ja, wie erkläre ich das? Ja, das ist wie dein bester Kollege auch so ein bisschen und du kannst, also wie, du weißt, wie die Person fühlt, du kennst die, du, eben einfach eine emotionale Bindung. Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen was darunter vorstellen, oder? Voll und nicht einfach nur ein so, hey, Crush. Ja, da würde ich sagen, ist der Unterschied. Und ich würde zum Beispiel sagen, bei meinem ersten Freund, eben mein Ex da, den ich jetzt vorher erzählt habe, das ist einfach, ich habe ihn süß gefunden. Und dann, wo wir das erste Mal geschrieben haben, dann ist er mein Crush geworden, weil dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Das war spicy und das ist mit Herzli und dann haben wir uns irgendwann erstmal getroffen. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr getroffen. Und dann ist auch mal so das erste Handli heben und bla bla. Und ja, irgendwann dann kennst du dich so gut und bist so dich selber auch so, dass du wirklich von verliebt sein und dass du wirklich von Liebe kannst reden. So wie ich das unterteilen natürlich kann, dass jeder machen, so wie er will. Also. Was machen, wenn der Ex im Ausgang siehst, wenn man komplett Kontaktabbruch gemacht hat und nichts mehr will? Okay, schwierig. Ich finde es auch mega situationsabhängig, eben wie du auseinander bist, ob er jetzt ein komplettes Arschloch war, oder sie natürlich. Aber wenn es eigentlich im Guten auseinander ist, oder nicht komplett im Schlechten, oder das Gras ist eh schon drüber gewachsen, es ist jetzt nicht irgendwie, dass man noch mega gar nicht in die Augen schauen kann. Ich bin allgemein der Meinung, und ich finde es irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist fast ein bisschen unpopular opinion, weil es so viel, so ein Hass gegen den Ex haben. Also es gibt ja so viele TikToks, die so ein bisschen Jokes machen, kann ich den Kübel, mit meinem Ex, also so richtig, eigentlich voll gegen den Ex am schiessen. Eben, ich kann verstehen, wenn es eben zum Beispiel eine toxische Beziehung war, oder wenn wirklich, ich weiß auch nicht, wenn er fremd gegangen ist, und es ist auch noch frisch, oder etc. So. Aber ich finde, irgendwann, nach einer Zeit, können wir doch auch einfach gleich erwachsen, das Ganze handeln. Und natürlich muss man nicht Kontakt haben mit dem Ex oder irgendwie es mega gut haben. Aber ich finde, wenn man sich, also das ist jetzt wirklich meine Meinung, aber ich finde, wenn man sich sieht irgendwo, jetzt zum Beispiel im Ausgang, kann man doch easy auch Hoi sagen. Ganz normale Menschen, wie Erwachsene, wie jemand, wo du halt damals in der Schule warst und jetzt halt, seit du keinen Kontakt mehr hast, dem sagst du auch hoi. Eben, du musst nicht mit dem mega mehr hoi, sondern einfach so, hey, hoi, hoi, keine Ahnung, einfach so normal. Weil ich finde es irgendwie so schade, wenn ich so drüber nachdenke, dass, ich weiß auch nicht, nur weil es der Ex ist und in der Gesellschaft so das Ding ist, oh mein Gott, der Ex ist so, der Ex muss ein Arschloch sein. So, das ist eine Person, die du mal geliebt hast. Und ihr habt so, das ist mal so die wichtigste Person in deinem Leben gewesen. Und klar hat es einen Grund gegeben für einen Break, aber dass wir nachher nicht mal mehr in die Augen schauen können, das finde ich so, ich weiß auch nicht. Also ja, keine Ahnung. Ich bin allgemein immer der Meinung, und auch meine Exen, ich habe keinen Kontakt mit denen, aber wenn ich die sehe, dann kann ich denen ganz normal Hoi sagen. Ich wäre sogar down für einen kurzen Tag, hey, wie hast du es im Leben? So, aber natürlich nicht jetzt mehr, aber einfach ganz erwachsen mit der Situation irgendwie umgehen
Und eben, also das ist jetzt meine Meinung, falls du ihn jetzt im Ausgang wirst sehen, ganz erwachsen, hey, hoi, sagen, in die Augen schauen, smilen und ja, dann weiterlaufen. Außer eben, du findest sogar, hey, keine Ahnung, also ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ihr auseinander sind, so, aber wenn es jetzt ein paar Jahre schon ist und das ist eh Tension, das ist ja alles, das ist ja wie, es ist so ein fremder Mensch, so, vielleicht hast du sogar Lust, um kurz zu fragen, hey, was läuft bei dir im Leben? So ganz, ganz entspannt, es heisst ja nicht gerade, weil es Ex ist, dass gerade etwas läuft nachher. So. Genau, das ist meine Meinung. Okay, wie man kann an den Eltern sagen, dass die Lehre nicht gefällt einem und will wechseln, aber den Mut nicht hat. Oh, finde ich schwierig. Ich habe ja schon mit meiner Schwester eine Podcast-Folge gemacht, recht am Anfang meiner ersten Podcast-Folge, wo meine Schwester erzählt hat, dass sie die Lehre abgebrochen hat mal. Also jetzt vorletztes Jahr. Und dort reden wir so ein bisschen darüber, falls sich das Thema so ein bisschen genauer interessiert. Ich finde es schwierig. Ich würde allgemein sagen, es kommt schon mal mega darauf an, was hast du für ein Verhältnis zu deinen Eltern. Es gibt natürlich mega viel da draussen, wo nichts ihren Eltern erzählen, wo jetzt keine Bindung in dem Sinn, also ich sage mal emotionale Bindung im Sinn von, dass man von seinem Leben erzählt und ja, von seinen Problemen erzählt, dass man nicht so eine Beziehung hat. Dann würde ich sagen, ist es glaube für Eltern schon schwierig und auch recht schwer, zum können Verständnis zu zeigen, wenn du jetzt einfach kommen würdest, hey, ich will meine Lehre abbrechen. Weil logisch, Eltern, die meinen sie in dem Sinn gut und darum haben sie schnell das Gefühl, oh mein Gott, nein, du willst die Lehre abbrechen und du weißt ja vielleicht auch gar nicht, was das genau bedeutet und du kannst jetzt nicht einfach die Lehre abbrechen und so. Und es ist halt mega wichtig, dass auch Eltern, dass Eltern können verstehen, müssen sie auch sehen, warum dass du sie willst abbrechen. Heisst, sie müssen wie auch das sehen, eben warum du sie willst abbrechen, dass es dir nicht gut damit geht. Und ich glaube, wenn du halt wie aus dem Nichts einfach kommst und das sagst, ist es mega schwierig für sie, einfach so das Verständnis zu sehen. Weil eben, schlussendlich sind deine Eltern, die wollen das Beste für dich. Für die ist eine Lehre abbrechen zuerst mal eine schlechte Erfahrung und sie haben das Gefühl, oh mein Gott, nachher lande ich unter der Brücke mit Drogen. So. Weil Eltern halt einfach so den Schutzmechanismus haben und Angst haben, dass du irgendwie ab dem Weg gehst. So. Was ja natürlich nicht der Fall ist, so, wenn du Lehre abbrichst, eben, das habe ich schon in anderen Podcast-Folge besprochen, dann heisst das muss ja nichts heissen. So. Dann ist es vielleicht sogar ja gut, wenn du die Erkenntnis gemacht hast, dass es gar nichts für dich ist und dass du, ja, vielleicht hast du ja schon eine neue Lehre, also weißt ja schon, was du stattdessen willst du machen. So. Aber wie mein Rat wäre, glaube ich, nicht gerade straight mit dem kommen, hey, ich will meine Lehre abbrechen, sondern anfangen, dich zu öffnen bei den Eltern. Ganz, ganz vorsichtig. Und zuerst mal einfach erzählen, wie es dir bei der Lehre geht. Vielleicht fragen sie abends auch, hey, wie war heute der Tag? Und dann fängst du immer ein bisschen mehr an, dich zu öffnen und anfangen zu erzählen, hey, weniger gut, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Und ich glaube, wenn du wie mehr mit ihnen deinen emotionalen Weg gehst, können sie ja viel, viel besser nachvollziehen, warum du den Schritt willst wagen. Und es kann vielleicht sogar auch mega sein, dass es etwas mega Schönes entsteht, wenn du dich deinen Eltern vielleicht sogar anvertraust. Vielleicht können sie dir ja auch helfen, wie du mit dem Ganzen umgehst, dass du vielleicht sogar nachher gar nicht mehr willst, die Lehre abbrechen und einfach in dem Moment jemanden gebraucht hast, wo du ja, einfach mal das Ganze, was sich in dir angestellt hat, kannst du rauslassen. So. Es hilft, also mir hat es auch schon mega geholfen, einfach, dass meine Eltern mich emotional haben können begleiten und es mir dann schon viel besser gegangen ist und vielleicht eben zum Beispiel jetzt eine Lehre abbrechen gar nicht unbedingt die Lösung ist. Aber ich würde auf jeden Fall wie ganz langsam mich so herantasten und langsam öffnen und ja, irgendwann wie sagen, hey, ich merke, ich kann emotional nicht mehr so. Und dann das Thema vielleicht mal ansprechen. Und vielleicht ist es ja auch schon gut mit einem Lösungsansatz gekommen. Im Sinne von, ja, ich sehe mich aber eher in dieser Lehre und würde, glaube ich, die lieber machen. Oder ich sehe mich in dort oder dort. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen einfacher, weil sonst könntest du noch landen oder Bock oder Spass. Nein, aber wie, ich glaube, das ist so ein bisschen einfacher für Eltern. Weil es ist halt immer eine andere Generation. Und ich merke, ich habe es schon bei meinen Eltern gemerkt. So, für die ist das nur schon, die sind fast ab dem, wie sagen wir, sind fast ab der Latte Kate, wo ich ihnen erzählt habe, dass ich ein Zwischenjahr machen will. Weil in ihrer Generation hat es das nicht gegeben, dass man ein Zwischenjahr macht. Hat jeder geht straight anfangen zu studieren. So. Darum, die sind immer noch eine andere Generation und darum müssen wir irgendwie auch so, ja, ihnen das halt so ein bisschen beibringen.
Ja, und in ihrer Generation hast du halt vielleicht auch viel weniger Leute, die eine Lehre abgebrochen haben, weil du einfach gesehen hast, du ziehst jetzt durch und auch wenn es komplett scheiße geht, du ziehst durch. Und das muss nicht immer die beste Lösung sein. Ich habe schon mega lange darüber geredet. Ich hoffe, ich kann dir irgendwie helfen. Aber du schaffst das. Ich habe meinen Tag noch nie so lang, was. Noch nicht so lang. Was sind die Anzeichen, dass sie jetzt dann wieder kommen? Weißt du das? Ich habe es mal in Biologie gehabt, aber ich weiß nicht mehr so allzu viel über den ganzen weiblichen Zyklus. Es gibt ja ganze Studien, so, was es, wann, welchen Tag du dich wie könntest verhalten und wie fühlen und etc. So, aber da keine Ahnung. Aber was ich dir kann sagen, so, ich bin ja schon 22 jetzt. Ich habe zwar meine Tage jetzt gerade, das ist mega spannend, darum kann ich dir voll sagen, was die Anzeichen vor sind. Ich habe jetzt eine Spirale als Verhütungsmittel und ich habe also eine Hormonspirale und ich habe meine Tage nicht mehr, beziehungsweise ich habe kein Blut mehr. Aber natürlich habe ich immer noch einen Zyklus so und darum merke ich jeden Monat, wenn ich meine Tage hätte oder jetzt dann würde bekommen, aber ich bekomme sie halt nicht. Und ich habe aber gleich Anzeichen, wo ich merke, jetzt dann würde es kommen. Und die Anzeichen, ich weiß gar nicht, ob das bei jeder Frau so ist, aber es ist, glaube ich, schon offiziell so im Zyklus. Und zwar nennt sich das PMS, das schöne Wort PMS. Das ist grundsätzlich, spielt das einfach mit deinen Emotionen. Also bei mir zum Beispiel ist es mega so, ich bin mega hart emotional. Also wirklich crazy. Also ich heule ab allem, ich bin richtig nah am Wasser gebaut. Aber ich werde auch mega schnell hässig. Also kennt ihr das, wenn du so richtig Hunger hast? Oder bei mir so, nach so richtig Hunger. Und kurz bevor meine Tage habe, dann ist das bei der PMS so richtig stark. Kann ich mega schnell hässig werden, ausrasten. Ich kann mega schnell anfangen zu brüllen. Also es ist wirklich, ich heule dann ab Sachen, wo ich mir im Nachhinein so denke, what the fuck, so... Keine Ahnung. Ja, darum, das ist ein fettes Anzeichen mir. Und ich habe mindestens ein Pickel so im Gesicht. Eben so einen richtigen. Keine Ahnung, so einen richtigen Periodenpickel. Also. Und dann weiss ich auch schon, du, jetzt kommen da meine Tage. Es ist immer so der eine Pickel. Früher war es immer so auf der Seite von der Nase. Also, das ist mir verdammt geblieben, weil am ersten Schultag im Gymnasium nicht der fette Pickel hatte. Das war mir so unangenehm. Und ich habe nicht ausgedrückt. Dann ist es richtig. Ja, wir werden nicht in die Details gehen, wie es ausgesehen hat. Aber ja, das ist mir auf jeden Fall mega geblieben. Und eben, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das mega kann verallgemeinern. Aber ich glaube, das ist schon so ein offizielles Ding. Ich muss zwar sagen, als ich so die allerersten Mal meine Tage hatte, habe ich das glaube nicht so stark gehabt. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen stärker jetzt mit der Spirale. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen, weil ich habe meine Spirale schon seit 4 Jahren. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wie das damals früher war. Aber ja, ich würde sagen, das ist so ein typisches Ding, wo gefühlt jedes Mädchen kennt. Oder jede Frau. So PMS, so die Zeit, das sind so 3 Tage, 2, 3 Tage, manchmal auch nur eine, wo du so vor der Menstruation hast. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass du Tage hast und das vorher nicht hast. Es kann sein, dass du das nie hast. Es kann sein, dass du es immer hast und deine Tage nachher nicht hast. Ich weiß es nicht. Aber ja, das sind so meine Anzeichen auf jeden Fall. Ich lerne einfach keinen Typ kennen und meine Kolleginnen haben alle einen Freund. Und das stresst mich. Boah, ich kann das mega, mega verstehen. Ich hatte es damals so, dass alle um mich herum das erste Mal schon hatten und ich noch nicht. Und ich habe es irgendwie, also ich habe irgendwo so gedacht, scheiße, sollte ich jetzt? Und alle reden darüber. Wir haben damals immer so die Spiele gemacht, so Wahrheit, Pflicht. Und dann bei Wahrheit sind dann halt all die 6 Fragen gekommen, wo ich so gesehen bin, hey, ich kann nichts sagen. So, wo ich mich auch mega, wie so, ja, keine ausgeschlossen gefühlt habe. So, auch wenn mich jetzt logischerweise niemand ausgeschlossen hat. Aber ich habe mir gedacht, Mann, sollte ich jetzt auch mein erstes Mal haben, so, damit ich darüber reden kann und so. Aber nein, Alter, wir brauchen, also... Es hat keinen Stress. Es hat gar nichts Stress. Du musst noch gar nichts. Du musst auch mit bis zu 30. Also du musst. Also wie. Auch wenn du 30 bist, musst du noch nichts. Also weißt du, ich meine so, es ist wie jeder hat unterschiedliche. Wie sagen wir, ein unterschiedliches Tempo und unterschiedliche Interessen. Und also wie. Keine Ahnung. Es gibt Leute, die sich mega schnell verlieben und es gibt Leute, da braucht es vielleicht richtig, richtig viel und muss sehr, sehr, sehr viel stimmen, dass sie sich verlieben. Es gibt auch Leute, die sich gar nicht verlieben können. Aber wie, jeder hat da ein anderes Tempo und keine Ahnung, eben. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich verliebe mich mega schnell und bei mir braucht es ja gar nicht viel. So. Und es gibt eben Leute, die sind komplett unterschiedlich. Ich habe eine Kollegin, die hat sich das erste Mal verliebt, jetzt eben mit so 19 und das ist komplett normal. Ich sage immer so, es ist ein mega gutes Beispiel irgendwie. Eben nur schon bei der Menstruation hat ja jeder unterschiedlich schnell so. Und ich stelle mir vor, wir sind alle so Maiskörner, so im Mikrowelle. Und die einen poppen schneller
als die anderen. Und das ist komplett okay. So, darum macht ihr bitte keinen Stress. So, du brauchst auf jeden Fall noch keinen Freund. Und das ist ja das Essentielle im Leben, dass man in einer Beziehung ist. Wenn die richtige Person mal kommt, dann kommt sie. Und ich bin allgemein der Meinung, wenn man mega hart danach sucht, nach Liebe, dann findet man sie nicht. Liebe ist, glaube ich, etwas, das einfach kommt. Also, das einfach auf einmal da ist, wo man es gar nicht erwartet. So. Voll. Das kann man auch irgendwie auch nicht erzwingen. So. Darum, lass einfach auf dich zukommen, mach dir keinen Stress, freu dich für die anderen Leute und bei dir kommt es dann auch irgendwann. Und vielleicht ist es irgendwann mal so, dass die alle irgendwann nicht mehr mit dieser Person zusammen sind und dann hast du eine Beziehung. Und es ist ja wie, das Leben nimmt seinen Lauf, oder? Alter, ich bin wirklich wie eine Omi, es tut mir so leid. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. So. Meine beste Kollegin hat einen Freund. Ich weiss nicht warum, aber es verletzt mich ein bisschen, wenn ich sie zusammen sehe. Kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass das zuerst mal so ein bisschen verletzend kann sein. Ich würde sagen, es gibt da vor allem zwei Gründe, die der Grund sein können, warum du dich verletzt fühlst. Der eine Grund ist, dass es vielleicht kann sein, dass ja, deine Kollegin jetzt einen Freund hat und immer mehr Zeit mit dem verbringt und vielleicht auch, wenn du das dritte chillst, du das Gefühl hast, du bist eher so ein dritter Rad am Wagen und ja, einfach so dich, ja, wie ein bisschen ausgeschlossen fühlst oder so ein bisschen ersetzt und das Gefühl hast, ja, einfach ja, nicht mehr wie die gleiche Aufmerksamkeit bekommst von deiner besten Kollegin, wie vorher. Und das kann sehr verletzend sein und das kann ich auch mega gut nachvollziehen. Und da würde ich sagen, es ist mega wichtig, dass du mega offen mit deiner besten Kollegin darüber redest. Natürlich nicht im Vorwurf, weil schlussendlich sie ist happy, sie merkt es vielleicht gar nicht. Sie macht es ja natürlich nicht extra. Du bist auch ihre beste Kollegin, sie würde dich niemals extra verletzen. Und darum ist es mega wichtig, dass du das ansprichst und voll offen sagst, hey, ich freue mich mega fest für dich und deinen Freund. Ich merke einfach, dass ich das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen untergehe und ich würde mir einfach mega wünschen, dass wir vielleicht, also keine Ahnung, dass wir vielleicht öfters wieder nur das zweite etwas machen, ein bisschen mehr Quality Time haben. Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer überlegen, was bei dir genau der Auslöser ist, warum du dich verletzt fühlst. Also was dich genau triggert oder ja, verletzt. Und der zweite Grund könnte sein, dass es vielleicht auch von deiner... sorry, oh, ich muss Wasser trinken, Alter, mein Hals ist jetzt schon trocken. Nein, sorry, ich wollte sagen, es kann auch mega gut sein, dass es vielleicht von deiner Seite aus so ein etwas ist, was kommt und gar nicht unbedingt von ihrer Seite aus. Also, dass zum Beispiel dich etwas triggert, weil du merkst, hey, du hättest das vielleicht auch gerne, du siehst sie mega glücklich und vielleicht... würdest du dir das selber auch wünschen? Ja, und hast du es vielleicht nicht und bist in dem Sinne so ein kleines bisschen eifersüchtig, was natürlich nicht schlimm ist, was du auch nicht unbedingt kannst kontrollieren. So. Aber dass du vielleicht mal selber reflektierst, warum, was genau der Grund ist, warum das dich verletzt. Ob das jetzt von innen auskommt oder ob das etwas ist, wo von dir innen auskommt. Und ja. Was die Lösung da ist. Wenn du merkst, es ist etwas bei dir, kannst du ja, also du kannst das vielleicht auch offen kommunizieren mit dir, wo du merkst, hey, ich so, vielleicht musst du auch gar nicht unbedingt. Und merkst du, hey, also ich finde, sobald man mal herausgefunden hat, so auf einer tieferen Ebene, was ist wirklich der Grund, warum ich verletzt bin, kann man auch mega gut nachher an dem arbeiten und herausfinden, was genau die Lösung ist, wie du selber ja, mit dem klarkommst. Von dem sucht einfach einen Freund. Spass, nein. Nein, aber wie einfach mal ein bisschen herausfinden, warum, was genau der Triggerpunkt bei dir ist. So, ja. Genau. Was ist deine Meinung zu Abtreibung? Oh, okay. Also, sind wir ready? Jetzt kommt da mein Statement. Spass. Nein, ich bin ja christlich aufgewachsen. Darum bin ich also ein bisschen mit dem Mindset aufgewachsen. Das ist Mord, das ist das Kind töten. Habe ich, glaube ich, auch relativ lange die Meinung gehabt. Natürlich, weil ich auch so aufgewachsen bin und noch nie zum Punkt gekommen bin, wo ich mir das straight mal wirklich so komplett überlege und hinterfrage. Mittlerweile bin ich komplett anderer Meinung. Meine Meinung ist, dass das komplett die Entscheidung von der Frau ist, von der schwangeren Frau, weil das sind nachher Konsequenzen, die sie zieht. Ob sie jetzt abtreibt oder nicht.
Also wenn du abtreibst, kann es gut sein, dass du nachher Konsequenzen hättest, dass du das mega bereust, das ganze Leben lang. Und dass du das im Nachhinein doch nicht hättest machen oder dass du irgendwann später doch nicht Kind kannst bekommen und dann das bereust, weil du denkst, ah, ich hätte ja eigentlich ein Kind. Keine Ahnung, aber wie schlussendlich, es ist deine Entscheidung und es sind nachher auch deine Konsequenzen. Genauso umgekehrt, wenn du eigentlich ungewollt schwanger bist und dir überlegst, abtreiben oder nicht und nachher tust du doch nicht abtreiben, dann weißt du ja genauso, okay, ich kann jetzt mich dafür entscheiden, dass ich das Kind nehme. Und dass das Konsequenzen genauso von meinem Leben lang ist, dass ich für das Kind verantwortlich bin, das Kind erziehe. Da muss natürlich auch Geld rum sein, da muss Kapazität rum sein, alles Mögliche. Voll, aber es ist schlussendlich dein Körper, der einen Eingriff darauf hat. So. Genau. Und ich finde es auch mega schwierig zu sagen, ab wann ist ein Mensch, weil, ja. Also ich habe eigentlich mal einen Vortrag darüber gehalten, über Abtreibung. So. Ich glaube, ich selber, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, würde ich glauben, dass... Also es gibt ja vorher die Möglichkeit, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube ab der sechsten Woche... Nein, ich weiß es nicht mehr, ich will nichts Falsches sagen. Es gibt auf jeden Fall zuerst die Möglichkeit, in den ersten paar Wochen, dass du kannst zwei Pillen schlucken kannst. Also eine und nach glaub, ein paar Tagen oder so die zweite. Und dann ja, kommt quasi einfach wie die Menstruation, also ein bisschen mehr halt, dann unten raus. Und die andere Möglichkeit, die ist dann erst ab, keine Ahnung wie viel der Woche, ein bisschen später, wenn quasi das mit den Pillen nicht funktioniert, weil es zu spät ist, dass du dann halt das rauskratzt. So. Meine persönliche Meinung, oh, ich habe die ganze Zeit Aufstoss. Ich würde es glaube so machen, dass mit den Pillen würde ich machen. Und ich glaube, sobald das Timing abgelaufen ist, dass ich jetzt nur noch rauskratzen müsste, ich glaube, dann würde ich das Kind annehmen, weil ich glaube, das emotional nicht unbedingt könnte. Dann das so rauskratzen, also ich weiß nicht, wie man dem richtig sagt, rauskratzen ist, glaube ich, falsch. Das ist nicht so ein professionelles Wort, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich glaube, das könnte ich weniger handeln. Darum, da wäre, glaube ich, so meine Entscheidung. Aber grundsätzlich ist meine Meinung, dass jede Frau das für sich selber sollte entscheiden. Klar, kannst du auch dich beraten lassen, Therapie gehen. Aber schlussendlich ist deine Entscheidung, was mit deinem Körper gemacht wird. Oder blöd gesagt mit dem Kind, wie man so will sagen. Genau, das ist meine Meinung. Und wir kommen schon zu der letzten Frage. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange ist jetzt die Podcast vorgegangen? Ah, ich muss meinen Laptop anmachen, aber ich will es schnell wissen. Wir sind bei jetzt 40 Minuten. Stabil, geht eigentlich noch. Ich habe gemeint, es wird schon wieder viel länger. Übrigens, die Podcast-Folge mit dem Chandi geht über eine Stunde. Aber es ist mega spannend geworden. Also, eine von meinen Lieblingspodcasts im Fall. Also ich bin richtig gespannt, was er dann sagt, weil es geht um, also der Can ist ja in eine andere Schule gegangen als in eine typische normale Schule, in eine Privatschule, in eine Montessori-Schule. Und es ist so spannend. Es ist so spannend. Ich bin mega gespannt, was er dann sagt. Und darum, ich könnte mich mega, mega darauf freuen. So, aber wir kommen noch zur letzten Frage. Und zwar, was ist meine Meinung über die wahre Liebe? Und ich finde das so spannend. Also ich finde das so... Ich weiß nicht, ich habe mega lange nicht wirklich eine Meinung darüber gehabt, weil ich selber, ja, oder ich habe eine Meinung darüber gehabt, halt eine andere als jetzt. Ich habe eigentlich mega lange, bin ich komplett immer voll davon überzeugt gewesen, dass es eine wahre Liebe gibt. Und das war für mich aber ein Grund gewesen, wo mich in meinem eigenen Glück, von meiner Beziehung, irgendwie so ein bisschen, also gewisse Sachen einfach kaputt gemacht haben, Momente kaputt gemacht haben, wo ich im Nachhinein denke, so schade eigentlich, weil irgendwie bei mir ist wahre Liebe, habe ich mir so vorgestellt, wie in einem Hollywood-Film. So, ich weiß nicht, in Filmen wird Liebe oder in Büchern wird Liebe eigentlich so perfekt dargestellt von okay, klar zeigt es vielleicht mal ein Beef und nachher ist es Happy End und alles ist schön und es ist alles so toll und alle verstehen sich und sie heiraten und keine Ahnung, es ist immer alles so perfekt und so habe ich mir halt die wahre Liebe dann vorgestellt und die Realität ist halt aber nicht so. Also wie, gerade zum Beispiel eine Streitphase ist so schwierig. Und gerade zum Beispiel, wenn ich mit dem Can die Streitphase hatte, hatte ich oftmals das Ding von Scheiße, in dem Fall ist der Can nicht meine wahre Liebe. Und ja, sollte ich jetzt überhaupt noch weiterkämpfen? Und vielleicht kommt ja nachher jemand, der wirklich die wahre Liebe ist, wo alles dann perfekt ist und wir nie einen Streit haben und er immer das macht und ich das und er mich wie eine Prinzessin, also so. Ja, logisch, sollte mich mit einer Prinzessin behandeln, aber ich wüsste, was ich meine, so richtig auf dem Hardcore-Ding, wo es einfach, es muss ja ausgewogen auch irgendwie sein, in der Beziehung, so. Und ich habe so viel
also wirklich so viele Erwartungen gehabt, teilweise heute noch, bin ich ehrlich, weil das einfach schwierig ist, irgendwie so, ich das, also gerade mit Hollywood-Filmen und so. Und auch auf Social Media, wir zeigen alle nur so die perfekte Beziehung und man sieht nur das Schönste, dass es einem so schwerfällt, dass man das Gefühl hat, die Beziehung selber ist wack. Und das ist dann nicht die wahre Liebe. Und soll ich dann überhaupt noch darum kämpfen, weil vielleicht gibt es ja raus irgendjemanden, der die wahre Liebe ist. Und ich bin mittlerweile der Meinung, klar kann es sein, dass man jemanden trifft und es von Anfang an ein completely match ist und man hat nie eine richtig, richtig harte Streitphase, was jetzt nicht unbedingt will sagen, dass es... Ja, ich würde schon sagen, das ist in jeder Beziehung so ein bisschen so. Aber ja, I don't know, wer bin ich. Aber ich würde sagen, es ist mega gut auch möglich, die wahre Liebe in jemandem zu finden, wo man noch nicht gerade von Anfang an denkt, oh, ja, der ist es, der ist perfekt, von Kopf bis Fuß. So. Weil eben bei mir und beim John hat es auch eine Streitphase gegeben und mal das und mal das. Und eben, ich habe oft den Struggle gehabt mit, vielleicht kommt noch etwas Besseres und es ist nicht perfekt, unsere Beziehung und Scheiße und bla. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich so gemerkt habe, fuck, Alter, doch, ich bin gerade in der perfect Beziehung so. Ich bin gerade so, ich bin so glücklich. Er macht mich so, er fühlt mich so und wir viben so und wir haben so ein Match. Und klar ist das vielleicht nicht von Anfang an so gewesen, aber wir sind jetzt über mehrere Jahre so zusammen und es ist immer mehr so entstanden und du lernst dich natürlich mit über die Jahre immer, immer besser kennen, vibest vielleicht auch immer mehr zusammen. All das und ich merke wie so, hey, obwohl ich die ganze Zeit immer vielleicht so das Gefühl gehabt, hey, vielleicht können sie dann gleich noch etwas Besseres geben oder whatever so. Irgendwann ist mal so der 20er, aber so, yo, Alter, ich bin ja eigentlich gerade in der perfect Beziehung. Auch wenn wir ab und zu streiten, so. Und ich bin fucking glücklich. Und ja, darum bin ich, ist es so schwierig zu sagen, darum ist meine Meinung zu wahre Liebe. Also, eben, die Frage ist halt, wie man wahre Liebe definiert. Ich habe vorher wahre Liebe falsch definiert. Und mittlerweile definiere ich wahre Liebe, dass das ist jemand, wo man komplett zu 100% sich selber kann sein. Wo man wirklich einfach kann Energy sparen und nicht muss aus, also wie komplett kann runterfahren, komplett kann sich selber sein, sich von nichts muss schämen, nicht das Gefühl haben, man wird judged, alles kann bereden, das Gefühl haben, man ist auf Augenhöhe, ja, sich gegenseitig können glücklich machen mit ganz kleinen Sachen und einander wichtig sein, ein Team sein, das ist für mich wahre Liebe. Und auch durch schlechte Zeiten und Hürden zusammen meistern, das ist für mich wahre Liebe. Voll, das ist meine Meinung. Zu wahre Liebe, woo! Genau. Ja, also eben, ich hätte noch so viele andere spannende Fragen von euch gehabt. Aber ich mache safe mal irgendwann wieder eine zweite Podcast-Folge. Und falls ihr jetzt gemerkt habt, ey, ich habe noch etwas mega Spannendes, vielleicht deine Meinung wissen, ja, whatever, könnt ihr das gerne dann reinschreiben. Auch wenn ich es jetzt schon jetzt gemacht habe und ich es nicht können beantworten, dann schreibt es unbedingt nochmal rein. Genau, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich bin mega gespannt dann ab nächste Woche, wie die Cutter da das Ganze schneidet. Ich muss sagen, diesen Podcast werde jetzt ich noch Clips schneiden. Ich habe mir das vorgenommen. 7 Clips schaffe ich. Wait. Weil ich habe jetzt noch Ferien. Nachher dann halt irgendwann nicht mehr. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Darum, könnt unbedingt bitte auch noch den Podcast. Also nicht nur, also natürlich könnt ihr auf Instagram und auf TikTok abonnieren, aber ich könnt auch gerne natürlich den Podcast da abonnieren. Also der Can sagt mir oft, ich soll das sagen, weil ich vergesse es immer. Aber es bringt halt meinem Podcast etwas, dass da in die Charts Nummer 1 kommt. Oder darum, das wollen wir natürlich alle von dem her machen, damit ich mal. Ich laufe schon viel zu lang. Darum, ich wünsche euch einen schönen Tag. Geniesst es und bis nächste Woche wieder. Tschüss.